Dankeschön, schönen Tag noch, tschüss. Ja, Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video. Ganz kurz, bevor wir jetzt mit dem eigentlichen Video anfangen und den ganzen Abgeordneten anrufen, möchte ich nur ganz kurz zur Info raushauen, dass gerade jetzt am Breslauer Platz in Köln eine Demo, eine Spontan-Demo gegen Artikel 13 stattfindet. Wenn ihr die Möglichkeit habt, aus Köln oder Umgebung kommt, stoßt auf jeden Fall noch dazu. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, gerne in der Videobeschreibung gucken. Da gibt es auch noch andere Demos in anderen Städten. Oder ihr checkt gerne meinen Livestream aus, wo ich das Ganze auch mit live streamen werde. So, was wir heute vorhaben, ist eigentlich relativ simpel. Reese hat dazu gestern auch schon ein Video gemacht. Übrigens extrem starke Aktion. Props auf jeden Fall an der Stelle. Sein Video ist definitiv ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Wir werden heute hingehen und Europaparlamentsabgeordnete in Brüssel anrufen, meine Freunde. Ich kann, wie gesagt, nicht alles mit reinschneiden, gerade nicht deren Gegenantworten, weil ironischerweise das nämlich gegen das Urheberrecht verstößt, um das es tatsächlich heute hier gerade geht. Jedenfalls ist so ein Anruf immer noch ein deutlich bleibenderer Eindruck als eine E-Mail. Denn wie gesagt, viele der Abgeordneten gehen mittlerweile sicherlich davon aus, dass ein Großteil dieser E-Mails nicht echt ist oder von Bots oder von irgendwelchen Botfarmen aus den USA gesteuert worden. Falls es im Hintergrund ein bisschen lauter sein soll, bitte nicht wundern, es ist gerade Karneval und ich glaube, hier läuft irgendwo gerade ein Karnevalzug vorbei. Wir werden auf jeden Fall jetzt hingehen und ein paar Abgeordnete anrufen, das seht ihr jetzt im Folgenden und ich würde euch bitten, die Tabelle, die Rezo da unten gemacht hat und natürlich dieses kleine Infosheet, was Rezo gemacht hat und eventuell, wenn ihr noch gar keinen Plan habt, was Artikel 13 und 11 eigentlich sind, das Video von Ultranativ erstmal auszuchecken. Danach geht ihr hin, lest euch dieses kleine Infosheet einfach mal durch. Da sind noch überall Quellenangaben, das heißt Rezo hat das echt super krass gut aufgearbeitet. Dann setzt euch hin und nehmt einfach mal eine halbe Stunde bis eine Stunde das Telefon in die Hand und sagt doch einfach mal den Abgeordneten, was ihr von Artikel 13 haltet. Wichtig ist dabei, dass ihr freundlich bleibt und vor allen Dingen euren Punkt wirklich gut und knapp erklären könnt. Es ist meistens so, dass tatsächlich nicht der Abgeordnete selber dran geht, weil die haben natürlich viel zu viel zu tun. Aber das Team der jeweiligen Abgeordneten ist immer empfänglich für solche Sachen und wird auf jeden Fall den Abgeordneten das, was ihr gesagt habt, weiterleiten. Ich weiß, dass die ganze Thematik mit Artikel 13 und 11 sicherlich irgendwann störend und nervend ist, aber glaubt mir, gerade jetzt ist es wichtiger denn je, denn heute Morgen gab es tatsächlich den Tweet von Timo Wölken, wo ich dann auch wieder gedacht habe, okay, was ist momentan eigentlich mit der Politik und generell dem demokratischen Grundverhalten dieser Menschen los? Es wurde tatsächlich beschlossen, dass jetzt am Donnerstag, das heißt jetzt übermorgen, abgestimmt werden wird, ob die Abstimmung schon vorverlegt wird. Das heißt, vor die großen Demonstrationen am 23.03., die ja europaweit bereits angekündigt worden sind. Also halten wir da auf jeden Fall gemeinsam die Augen auf. Und wir haben jetzt quasi nochmal 2 Tage Zeit, mit den Anrufen wirklich viel zu bewegen. Generell ist so ein Anruf deutlich sinnvoller als eine Mail oder sonstiges. Denn wie gesagt, manche Abgeordnete kriegen bis zu 30.000, 40.000 Mails insgesamt zum Thema Artikel 13 und werden sie sicherlich nicht alles durchlesen. Viele der Petitionen, die es online gibt, auch wenn es eine Petition mit Gottverdammt nochmal fast 5 Millionen Unterschriften ist, wird leider Gottes nicht ernst genommen. Aber so ein Anruf, meine Freunde, der muss immer von einer Person kommen und das bist in dem Falle du. Ich würde sagen, Leute, schaut euch auf jeden Fall, wie gesagt, die 3 Sachen in der Videobeschreibung an. Unbedingt das Video von Rezo, unbedingt das Video von Ultranativ, die 2 Infosheets dazu nehmen, die Telefonliste und dann einfach mal ransetzen, bisschen telefonieren. In diesem Sinne, meine Freunde, call EU und jetzt geht's los mit den Telefonaten. Elmar Brock ist ja seines Zeichens CDUler und hat sich ja auch für Artikel 13 ausgesprochen. Wollen Sie mir kurz erklären, warum das so ist? Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. Als Parlamentarier ist er tatsächlich mit seiner Stimme dafür eingetreten. Sie haben ja gerade schon gesagt, dass ich nicht der Einzige bin, der sich tatsächlich schon gemeldet hat zu der Thematik. Richtig? Wird Herr Dess dann auch über dieses Telefonat von uns beiden informiert, weil es rein technisch und per Definition nicht möglich ist, Artikel 13 so umzusetzen, wie es geplant ist. Wie soll denn eine große Plattform wie Facebook, YouTube oder andere Plattformen hingehen und mit jedem einzelnen Nutzer einen Lizenzvertrag abschließen? Das ist ja nicht möglich. Gleichfalls, danke, tschüss. Okay, Leute, ich glaube, wir sehen uns gleich kurz drin wieder, weil der Karnevalzug ist einfach zu laut. Wir wechseln mal kurz die Location. I guess I'm not the first one calling you, right? He's against it, then. Ah, perfect. Thank you so much. Have a wonderful day. Bye, bye. Okay, es scheint als würden tatsächlich einige Abgeordnete ihre Meinung schon geändert haben. Das ist ja ganz gut. Ich würde tatsächlich gerne mit demjenigen telefonieren, der mich auf Twitter geblockt hat, aber ist leider nicht in der Liste. Schade. Der will wohl nicht. Meinst du, die meisten haben ihre Telefone mittlerweile ausgeschaltet? Vielleicht ist Rezos Kampagne doch erfolgreicher als wir gedacht. Also, ja, gut, nächster. Guten Tag, sprecht ihr mit dem Büro von Norbert Linz? Also eine einfache E-Mail reicht da leider nicht, ohne persönliche Angaben. Das heißt seltsam, die wollen tatsächlich alle eine E-Mail haben, sagen aber dann gleichzeitig, okay, ich habe aber jetzt schon 20.000 E-Mails bekommen, die Hälfte davon ist wahrscheinlich von Bots. Aber ich glaube, es ist wahrscheinlich echt sinnvoll, beides zu machen, sprich anzurufen und im besten Falle dann eine E-Mail mit persönlichem Namen und vielleicht sogar eine Adresse oder sowas zu hinterlassen, um zu verifizieren, dass man ein echter Mensch ist. Oder so. Could you leave him a note that I just called and I'd like to speak with him about it? So he's not taking part in the whole election. Okay, thank you so much. Have a wonderful day. Krass, dass die halt alle nur Englisch sprechen teilweise. Wir sind halt Europaabgeordnete, nicht Deutschlandabgeordnete. Können Sie mir vielleicht ganz kurz den Standpunkt von Herrn Wieland erläutern? Können Sie mir vielleicht ganz kurz erläutern, wie die Meinung bzw. der Standpunkt von Herrn Wieland gegenüber dieser Abstimmung sein soll? Ja, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Das ist sehr schön zu wissen. Es ist klar, dass die Urheberrechtsreform angepasst werden muss. Ich meine, die letzte ist, glaube ich, aus dem Jahr 2003, wenn ich mich nicht irre. Unglaublich schwierig abzusichern, dass halt ein Algorithmus da unterscheiden kann,
was ist jetzt eventuell Satire, was ist Parodie, dann ist es doch umso trauriger, dass die Entscheidung jetzt so schnell runtergebrochen wird, bevor dann, sage ich mal, öffentliche Proteste wahrgenommen werden können und jetzt sogar entschieden worden ist, am Donnerstag darüber abzustimmen, ob das Ganze sogar vorverlegt worden werde, bevor halt die öffentlichen Proteste dann überhaupt wahrgenommen werden können, was doch eigentlich in meinen Augen nicht unbedingt einer fairen Demokratie entspricht, oder? Sind denn tatsächlich sämtliche Gegenargumente wirklich mal so gesichtet worden? Ich meine, wir haben eine Petition mit über 5 Millionen Unterschriften. Ist das doch eigentlich schade, wenn sich mittlerweile junge Menschen für Politik interessieren und dann gesagt wird, wir möchten diese Stimme nicht hören bzw. ignorieren diese Stimmen. Keiner der Urheber im Internet, ich bin selber Urheber im Internet, spricht sich gegen eine Erneuerung der Urheberreform aus. Das ist notwendig und das Internet ist nun mal ein sehr schwieriger und offener Ort. Werden denn solche Telefonate tatsächlich dann auch zu den einzelnen Abgeordneten durchgestellt? Also wird demjenigen dann berichtet, dass tatsächlich die Leute hingesetzt haben, eine E-Mail verfasst haben, sich wirklich mit der Thematik auseinandergesetzt haben, dann nochmal angerufen haben, sich Zeit nehmen. Dafür geht sowas tatsächlich bis zum Abgeordneten dann? Erfährt derjenige davon? Danke für das Gespräch. Also, ich habe mich jetzt ungefähr eine Viertelstunde mit dem Kerl unterhalten. Hat man auch, glaube ich, gemerkt, dass er war nicht unbedingt vom Fach, aber er hat auf jeden Fall ein paar sinnvolle Argumente anführen können. Und wie gesagt, uns geht es ja auch allen gar nicht darum, dass wir keinerlei Urheberreform haben möchten. Um Gottes Willen, wir sind alle der Meinung, dass Urheber und Lizenzinhaber geschützt werden müssen. Ich glaube, uns ist allen klar, dass das, was wir hier gerade tun, nämlich personalisierte E-Mails schreiben und anzurufen, auf jeden Fall einen Impact hat. Und mir wurde gerade gesagt, dass 18.000 E-Mails innerhalb von einer Woche eingeflattert sind. Das ist schon mal nicht wenig, aber ich glaube, dass die Telefonate da nochmal einen ganz, ganz anderen Impact haben, diese Leute deutlich eher erreichen. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr euch heute Abend aufmacht auf die einzelnen Demos. Wie gesagt, ihr seht hier nochmal ganz was eingeblendet, wo noch heute Abend spontan Demos stattfinden. Eine wichtige Sache auf jeden Fall, seid friedlich, macht keinen Krawall und lasst uns einfach gemeinsam als Gruppe dagegen anständig und sachlich argumentieren. Es bringt nichts, irgendwelche Leute zu beleidigen, irgendwelche Morddrohungen sich zu stellen und so weiter und so fort. Das hat keinen politischen Wert. Es geht einfach darum, dass wir unseren Standpunkt sachlich und vernünftig diesen Leuten überbringen. Genauso wie wir es gerade getan haben, per Telefon, per Mail oder sonst wie. Ich würde mich echt freuen, wenn ihr, wie gesagt, Wisos Liste, die nämlich wirklich echt stark aus Ausgabe, das muss ich einfach nochmal sagen, gerade auch nochmal der Verweis hier verschiedene Quellen, das ist wirklich super, super gut gemacht, kann man nicht anders sagen. Wieso? Riesiges Shoutout an dich, das hast du extrem gut gemacht. Nutzen würdet und euch selber mal hinsetzt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich lasse euch, wie gesagt, alle Links in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Schaut euch unbedingt das Video von Ultranativ an, falls ihr noch keine Ahnung habt, was Artikel 13 und 11 überhaupt sind und worum es da überhaupt geht und was eigentlich die Gefahren des Ganzen sind. Das findet ihr, wie gesagt, hier oben. Der Rest ist alles in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und vielleicht sehen wir dann heute Abend den einen oder anderen auf der Demo. Macht's gut. Ciao, ciao.